Einen schönen guten Abend und willkommen zurück bei Alan Wake. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Umspannwerk. Und. Nee, Quatsch, wir durchqueren das Umspannwerk hier. Wir wollen dahin. Da. Um Cynthia zu finden und allem ein Ende zu bereiten, Alice zu finden. Und alles wird gut und unsere Geschichte müssen wir noch zu Ende schreiben. Ganz schön busy, der Alan. Gottes Willen! Was bringt denn das? Verstehe. Ja, das mit den Vögeln habe ich ganz gut raus mittlerweile, würde ich sagen. Das geht schon. Oh, schade, das war zu langsam. Träumen wir davon, Schmetterlinge zu sein? Oder sind wir Falter, die das Menschsein träumen? Solche philosophischen Gedanken sind immer abstrakt. Und doch finden wir einige Beweise für das Wesen unserer Existenz. In Night Springs. In Night Springs. Heute Abend ein Mangel an Kreativität. Ja, nicht wahr? Ich habe es heute Morgen entdeckt. Als ob es nicht da wäre. Aber, oh, ich kann es nicht ansehen. Ja, das tut mir leid. Oh, wo kommen Sie denn her? Nun, ich versuche zu arbeiten. Haben Sie das hergebracht? So ähnlich. Eigentlich habe ich alles hergebracht, bis auf das. Wirklich? Aber was ist das? Oh. Man könnte es wohl ein Loch nennen. Tatsächlich ist es ein Fehlen. Ein Fehlen von Realität. In Marthas Keller? Ja, dabei lief es so gut, ja? Ich erfand zwei alte Damen und packte etwas echt Seltsames in den Keller. Ein toller Anfang. Aber jetzt bin ich völlig blockiert und weiß nicht mehr, was ich wollte. Na, das hier ist doch ein ganz normaler Keller. Wirklich? Warum ist dann Ihre Freundin hier? Ich weiß nicht. Na gut.
Können Sie es nicht ignorieren? Oh nein, das geht nicht. Es kann zu einer Handlungslücke werden. Könnte schon eine sein. Das könnte alles zerstören. Oh je. Okay, hören Sie, nichts für ungut. Aber ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Und Sie helfen mir nicht. Trinken Sie doch oben eine Tasse Kaffee, während ich überlege, wie es weitergeht. Tja, wenn Sie meinen. Vielleicht sollte ich einfach aufhören. Oder ist das Schwachsinn? Ja, das... Ist das Schwachsinn oder nicht? Wer weiß. Es liegt nur wenig zwischen Dummheit und Erhabenheit. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich lasse das mal so stehen. Moin, Leute. Alles klar. Immer schön auf mich leuchten. Hat überraschend gut funktioniert. Die nicht über ein ganzes Magazin schlucken würden. Oh, das brauche ich. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Stimmt. Safe Haven. Generator Hall.
ist Weaver. Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie es. Sie kannten Zane. Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Er ist im hellen Raum. Ja, ich sammle hier mal ein paar Vorräte. Ne? Cynthia? Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Und was hat uns das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr. Ja, so. Am Umspannwerk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Und Sie wollen, dass ich es tue? Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Alan Wake ist nur im Dunkeln unterwegs. Quasi. Dem Umspannwerk den Strom abklemmen. Schön, dass wir so ein langes Gespräch hatten. Ach, da lang. Geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. Die hat es halt einfach drauf, die Frau. Never go out at night. Regel Nummer 1. Also Alan macht im Grunde... Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappen würde. Jetzt musste ich nur noch rankommen. Alan macht im Grunde das genaue Gegenteil von Regel Nummer 1. Schleusentorsteuerung. Bedienung nur durch autorisiertes Personal. Wenn ich die Tore zubekäme, könnte ich über sie an den Notschalter gelangen. Das war einfacher als gedacht, da musste ich noch nicht mal nachdenken. Wer entwirft sowas? Thank you.
höre schon wieder Kettensägen, Johnny. Cynthia, ich bin wieder da. War ganz einfach. Hier entlang, junger Mann. Los, los. Das Rohr ist jetzt leer. Wir können gehen. Wir müssen hier entlang. Ich kannte sie beide. Tom und Barbara. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatten. Und dann fing Tom an zu schreiben. Und er weckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, junger Mann, sind sie vielleicht klüger, als Thomas war. Die Hexe sah so aus wie sie, aber sie war es nicht. Barbara war so lieb. Er begriff zu spät und versuchte, es ungeschehen zu machen. Schrieb sich selbst, sie und alles, was er je verfasst hatte, aus der Welt. Ach, er war so berühmt. Und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom. Er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück, für den Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Er hat mir vertraut. Oder hat mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle. Wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren. Gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir. Im Fernseher, von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort. Okay, ich sage Sarah. Ah, Sarah also. Oh nein, scheiße, verdammte Schiff! Barry! Barry! Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr, ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Wenigstens musste ich mir um Sie keine Sorgen machen. Sie wusste, sich zu schützen. Ja. Sie ist ja auch im Rohr. The well-lit room. Der helle Raum. Oder der gut beleuchtete Raum. Der abstürzende Hubschrauber. Sarah entspannte sich fast. Vielleicht konnte sie ja doch alles zum Guten wenden. Plötzlich ertönte ein kreischendes Geräusch wie eine Kreissäge. Hunderte Vögel aus Schatten geformt flogen in die Rotorblätter. Der Hubschrauber ruckelte und das Armaturenbrett leuchtete. Es verriet ihr, was sie schon wusste. Sie würden abstürzen. Barry Wheeler schrie neben ihr auf. Ja, die leben bestimmt noch.
dass hier gar nichts passiert. Und tschüss. Lang lebe die Hochleistungstaschenlampe. Ach toll, das ist einfach eine Abkürzung. Wie viele denn noch? Vier Schwärme. Fünf. Kein Wunder, dass der Heli abgestürzt ist. Die Sturzstelle sah schlimm aus. Aber ich glaube, das Wrack war leer. Wahrscheinlich gehen die auch einfach in die Richtung. Und wir hätten einfach mit durchs Rohr gehen können. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich wusste, du schaffst es. Warum das? Das flammende Auge von Mordor. Oh, mach dich nur lustig. Mussten wir nicht irgendwo hin? Weaver trifft uns am Damm. Naja, schön, dass es den beiden gut geht. Und hier hat sie noch eine Kiste versteckt. Wäre doch eine Schande, wenn wir die nicht mitnehmen würden.
Ach, da sind die beiden. Das wollte mich schon wundern. Wenn du den Großteil der Nacht damit verbringst, vor dämonischen Hinterwäldlern davonzurennen, die dir die Rübe mit einer Axt abhauen wollen, weißt du, dass dein Hubschrauber in Night Springs abgestürzt ist. Komm schon, Al. Hätten wir nicht hier warten? Bitte! Hätte doch weiter trainieren sehen sollen. Sehen Sie die Lichter? Das ist der Aufzug, den wir nehmen müssen. Alles klar. Ich ziehe es überall. Was zum Teufel ist das? Es ist hier überall! Oh Mist, es sind mehrere! Nichts bewegt sich so! Das ist unmöglich! Unternimm was! Er ist zu schnell! Ich helfe ihn nicht! Da! Nein, da! Hey, hier wimmelt schon ihn! Hey, wir sind zwei. War's das? Sind wir sicher? Das war... Wow, ich glaube, das war's! Hey, Al, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen gut aufpassen. Bleiben wir einfach bis zum Morgen hier, Al. Bitte. Wake, rufen Sie den Aufzug. Ich passe auf. Ich glaube, hier bewegt sich was. Achtung, da kommen Sie. Natürlich. Boom. Sie kommen! Wir müssen sie abwehren! Ich sehe da nichts. Ach doch. Gehen die immer nur auf mich? Ja, rein da! Wie sieht der Plan aus, Wake? Weaver ist verrückt. Doch sie hat was von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten. Klasse! Könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Thomas Zane? Im Ernst? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein. Ja, er war real. Schön vorsichtig, okay? Sei bloß vorsichtig. Oh Mann, ich hasse das. Das muss der helle Raum sein. Okay, Wake. Da drüben ist ein Knopf, der die Tür öffnet. Da ist was kaputt. Halten Sie den Knopf gedrückt, dann geht's. Hey! Hey, was Wake, ist hier los? Auf diesem Weg kommen wir zum Staudamm. Was ist da draußen los? Geht vor und findet Weaver. Sie sollte beim Staudamm sein. Ich muss es da oben allein schaffen. Okay, Wake. Viel Glück. Verlieren Sie nicht Ihren Kopf. Al, bitte, sei vorsichtig. Pass auf Barry auf, Wake. Passen Sie nur auf sich selbst auf. Mach ich.
das kann doch nicht wahr sein. Wie hat mich das Ding denn hier hinter getroffen? Runter. Zanes Schuhkarton. Thomas Zane wusste, dass er alles vernichten musste, das dieses Grauen ermöglicht hatte, auch sich selbst. Nur so konnte er das entfesselte Dunkel, das ihn durch die Augen seiner toten Liebe ansah, verbannen. Doch er wusste auch, dass es trotz seiner Mühen vielleicht zurückkehren konnte. Also schuf er, noch während er sich selbst und seine Arbeit in die Nicht-Existenz schrieb, eine Hintertür, eine Ausnahme der Regel. Alles von ihm, das in einem Schuhkarton war, sollte bleiben. Also suchen wir quasi den Schuhkarton. Das ist ganz schlecht. Zum Glück hat die hier auch noch Hinweise gemacht, falls der andere Eingang nicht erreichbar ist. Und hier ist das Bettsignal. Fischen kann Hobby oder Arbeit sein. Zahlenmäßig war ich unterlegen. Der Suchscheinwerfer konnte da helfen. Zum Glück warten die auch so drauf ab. Weiß ich ja nicht. Zeit.
Hui. Und die mit ihrer Petroleumlampe. Sie haben es geschafft. Gut gemacht. Ich bin froh, dass ich falsch lag. Aber das Risiko war wahnsinnig hoch. Keine Sorge wegen des Lärms. Wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. Im Norden am Rain Cove Point ist ein alter Armeestützpunkt. Er war im Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Sie haben auch hier gearbeitet. Sie müssen das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir. Schön für dich. Dann mach mal auf. Oder ich mach auf. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern. Denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen. Denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Die Seite war autobiografisch. Eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Alan, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung. Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Bisher bei Alan Wake. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Keinen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song! Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand. Den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Dann muss Thomas Zane Alan Wake ja im Grunde erfunden haben, so wie ich das jetzt verstehe. Die Sonnenbrille machte die Welt wieder erträglicher. Jetzt konnte ich die Augen öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu fühlen. Ohne Schmerzmittel würde ich es vielleicht nicht rausschaffen. Die Pillen wirkten schnell.
Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Die hören wir uns gleich an. Okay, hier gibt's nichts weiter. Dann hören wir uns mal die Nachricht an. Eine neue Nachricht. Al, schläfst du noch? Aufgewacht, Sonnenschein! Du solltest deine Show auf dem Rekorder haben. Falls Alice nicht zu sauer war, um sie aufzuzeichnen. Sie hat mich heute früh angerufen und zur Schnecke gemacht. Okay, wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben. Aber diese Partys gehören eben zum Geschäft. Hör zu, ich sage dir das als Freund. Sie tut deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Bis später, Herr. Sieh dir die Show an. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zur Harry Garrett Show. Danke sehr, vielen Dank. Wir haben heute Abend eine großartige Show. Ich spreche mit dem Bestseller-Autor Alan Wake über sein neues Buch The Sudden Storm. Ja, liest sich gut. Kaufen Sie. Hey, es liest sich wirklich gut. Hören Sie. Ganz ehrlich. Ist das klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Es mag jetzt denen, die das Buch noch nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen den zwei Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfigur. Des knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige Entrüstung gesorgt. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben lassen? Was haben Sie sich dabei gedacht, Mann? Und tschüss. Nein, im Ernst. 7 Jahre und 6 Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepetrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen, es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten. Jetzt, da Sie es erwähnen, Casey war ein miesepetriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben. War das in irgendeiner Weise autobiografisch? Ja, tatsächlich. Caseys Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch! Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang so? Gut, toll. Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich oft in den Nachrichten. Jede Menge Partys und... Sie haben sich mit einem Paparazzo geprügelt. Oh Mann, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht cool. Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuester Roman heißt The Sudden Storm und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen, die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan Wake, Sam Lake, schneiden Sie noch mal die Grimasse für uns, Sam. Danke. Und für die Musik sorgte die Band Poets of the Fall. Danke und gute Nacht. Wenigstens war ich lustig. Ich sagte mir, dass ich damit leben könnte. Hey Schatz, hast du dir die Show angesehen? Ich habe nichts Dämliches gesagt, falls du das meinst. Okay, du Muffel. Willst du eine Aspirin? Geht es jetzt um die Trinkerei? Weißt du was? Ich hätte ihren Rat befolgen sollen. Aber plötzlich war ich wütend, vor allem auf mich selbst. Und sie war da. Ein leichtes Opfer. Naja, dann machen wir das erstmal fertig. Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um 7 aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour! Sie ist außer Kontrolle! Oh, Liebling. Sie ist fast um, oder? Dann wird alles wieder normal.
Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja, du hast recht. Tut mir leid. Wenn das vorbei ist, lass uns verreisen. Ein Urlaub. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel zu der Hütte. Ich musste zum Cauldron Lake zurück und Alice retten. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm Ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Viel Glück, Al. Wir sehen uns später. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Cauldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Tageslicht, umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens, fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben, eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Alles klar, und zum Cauldron Lake gelangt ihr dann in der nächsten Folge Alan Wake. Mein Name ist Tom und bis dann.